Lassen Sie auf der Arbeit das Probier. Kann ich kurz mit Ihnen reden? Ja, klar, können Sie natürlich. Ich habe eine Kamera mit Markus. Mit dem brauchst du nicht zu diskutieren, den kannst du vergessen. Nein. Er will nichts wissen von Christen. Da müssen Sie an der Kirchentag evangelisch und katholisch. Müssen wir nicht, wir können uns auch hier über alle Konfessionen, weil letztendlich haben alle Konfessionen die gleiche Aussage. Ich habe Islamwissenschaften studiert und ich würde gerne fragen. Wenn Sie studiert hätten, dann wären Sie zum Islam übergegangen. Nein, warum? Wenn Sie studiert hätten. Wenn Sie genau vom Islam gewusst hätten, wären Sie zum Islam übergetreten. Sie sind Christ. Und was ist das Problem? Jesus wird Gott, ja, und vergießt sein Blut für die Menschheit. Jesus hat es nötig. Jesus, ja, und Gott hat es ja nötig. Nein, Mohammed hat nötig, eine Frau 6 Jahre alt zu heiraten. Nein, nach den neuesten Es gibt vielleicht Frauen, die die Mehrheit der Frauen macht das freiwillig. Bruder Samri. 6 Jahre oder 9 Jahre. Das ist laut deutscher Freiheit. Sie sagen in deutscher Freiheit. Theoretisch müsste jetzt hier Geschlechtertrennung sein, ne? Müsste, ne? Ja, aber ist doch nicht, oder? Also ist doch, das Schild unnütz. Nein, natürlich ist das nicht. Ja, hier sind doch Frauen. Wie steht, guck mal hier. Ich zeig dir das. Guck mal hier. Ich stehe hier neben einer Frau. Keine Geschlechtertrennung. Jetzt bin ich wieder weg. Guck mal auf deiner Internetseite, da steht. Ja, aber guck mal hier. Hier stehe ich, guck mal, neben einer Frau. Auf deiner Internetseite steht, dass die Frauen den möglichst Abstand von den Männern stellen. Aber guck mal, die steht doch hier neben mir von ihm. Aber steht noch heute bei Performance. Ich stehe auch eben gerade neben mir. Aber Geschlechtertrennung, das ist ja kein Zwang. Das ist ja kein Verschwörung. Das ist ja kein Verschwörung. Bibel wurde 80 Jahre Matthäus. Auf Bibel wurde 600 Jahre. Lügner, Paulus. 600 Jahre. Weißt du, Paulus ist ein Freund von Jesus. Bruder, komm wieder zurück zum Islam. Komm wieder zurück zum Islam. Bruder, es gab in der Bibel stehen 4 Evangelien, es gab über 15. Wo sind die restlichen? Hat er? Sahih 300 Jahre. Hadith 300 Jahre nach Mohammed geschrieben. Bitte den Papst. Ich sage, natürlich. Er sagt, Grüß dich! Bist du von PI News? Nee, ne? Nee, ich bin von der Rheinzeitung. Sehr gut. Und? Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte nicht Salafisten nennen, sondern Muslime. Ne? Und wir haben das die Zeitung noch nicht gerafft, dass wir alle Muslime sind und Salafisten. Vielleicht machst du es ja diesmal besser. Ja. Aber ich kann auch euch Hilfe finden, wenn ihr Hilfe braucht. Welchen Glauben? Welchen Glauben? Wir haben unsere Ordnung. Was ist das? Christ. Wenn Sie nicht wissen, dann ist das. Nee, ich weiß, ist das ein Kreuz? Okay. Soll das ein Kreuz sein? Und was soll es denn? Ich habe die Bibel ja auch dabei. Da sind auch so ein paar kritische Sachen drin. Ja, gut. Sollen wir die gleich mal miteinander? Nein. Wir kommen nie um den Islam. Nein, ich habe die Bibel dabei. Ist dein Problem. Komm, lass uns mal die Bibel zusammen. Ich fragen Sie eine Bibel. Nein. Ich bin nicht gekommen, über den Islam zu fragen. Ja, aber du bist ja ein Islamwissenschaftler, ne? Ja, klar.
Ich bin ein Bibelwissenschaftler. Ja, dann geh mal zu den. Dann lass uns doch zusammen über die Bibel reden. Komm, also guck mal, ich gebe dir ein Angebot. Meister, Moment, lass mich doch. Okay, du bist älter als ich. Dann sprich schon mal aus. Wenn Sie kirchliche Fragen, ja klar, wir sind alle Menschen. Danke. Also, wenn du eine Frage hast, ja. Dann geh mal zu der Kirche fragen. Moment, lass mich ausreden. Die hat gesagt, nicht gewalttätig. Also Sie sind kein radikaler Christ, ne? Ja, Sie sagen das gerade, ist deine radikale Nummer im Islam. Wir haben keine Christen gesehen, die eine Kirche, eine Moschee bombardiert. Echt nicht? Oder eine Synagoge bombardiert. Also ich habe da viele Videos zu Hause. Soll ich Ihnen mal Kirchen, zu Hause mal zeigen? Alle bombardierte Kirchen sind nur für Muslime. Echt? Das ist klar. Haben Sie die Beweise Sie davon? Ja, gucken Sie mal. In Ägypten, ja, da wurde Anfang des Jahres eine koptische Kirche angezündet. Da gab es eine Explosion. In Giza. Sie hören sich Arabisch an. Waren Sie vorher Arabisch? Was geht Sie hier überhaupt an? Das ist egal. Also Sie sind auch nicht... Aber Sie könnten nicht beantworten, aber gucken Sie mal, wo ist das Originalstück vom Koran, damit wir das sehen und vergleichen mit dem Koran, was wir hier haben. Also Sie haben tatsächlich das Original, 1400 Jahre alt, oder was? Nein. Was ist das denn? Es existiert kein Original-Koran, das ist das Problem. Echt? Es existiert gar nichts. Von der Bibel gibt es alles, Original. Es gibt 1600 überall im ganzen verteilt. Das ist das Welt. Original. Verteilt. Und für uns, wir haben nicht gesagt, dass herabgesendet, was ihr meint. Also Sie als Christ glauben, dass der Jesus Gott ist, ja? Das ist nicht die Frage. Ich bin hier nicht gekommen, christliche, nein. Das gebe ich aber Ihnen auch nicht, dabei Sie fluchten, islamische Fragen? Weil dies ein Fluchtweg für Sie. Jesus hat von, gesagt, betet das ist nicht mich an, betet Gott Sie, an. Warum wenn beten Sie keine denn islamische Jesus Frage an? Beantworten können, ich kann Ihnen dann springen Sie über christliche Fragen. Aber ich bin kein Fragen. Imam. Dann können Sie, Sie warum kommen Kirche Sie denn gehen? Nicht in eine Moschee? Haben Sie keine Moschee in der Nähe? Wieso denn? Warum soll ich eine Moschee? Wir haben alle gefragt. Wir sind hier an Veranstaltung. Ja, aber das ist eine Kundgebung, keine Frage und Antwort. Wir wollen auch gegen Kundgebung geben. Wir wollen das Original des Koran sehen, damit wir das Koran glauben. Aha, und Sie haben auch das Original der Bibel dabei. Das ist nicht dein Problem. Das ist nicht warum entfernen Sie sich meinen Fragen? Weil Sie können nicht. Können Sie auch Ihnen fotografieren? Hat sie doch. Dann nehmen Sie Ihre Brille weg, damit wir auch sehen. Hallo? Soll ich mich nur nicht noch ausziehen, oder nein, was? Machen Sie Ihre Brille weg, weil Sie Angst haben. Das ist meine Hetzbrille, Anti-Hetzbrille. Ich sehe damit die Hetzaura um Sie herum. Und die blinkt mittlerweile sehr rot. Ja? Sie müssen langsam reden. Ein- und ausatmen. Ich gebe Ihnen mit Knipsen. Stehen wir hier. Knipsen? Wer sind Sie denn? Arbeiten Sie bei... Problem. Ach, ihr seid von Political Incorrect. Die Hasser, die Islamhasser. Political Incorrect. Ehrlich? Political Incorrect? Ach du Schande, du. Wir haben keine Angst, wir haben eure Bilder zu. Wovor Angst denn haben? Wovor Angst? Bundesnachrichtendienst geschickt. BND? Was ist damit? Aber bis jetzt hast du keine Frage beantwortet, weder du noch... Bin ich ein Geistlicher? Hallo, bin ich ein Geistlicher? Genau, was hast du nur große Schnauze? Keine Antwort. Warum bist du jetzt so radikal mit deiner Wortwahl? Ja. Was ist denn Ihre Absicht hier? Genau, heute? Er möchte uns das auch. Meine Absicht hier ist gekommen, um einige Fragen zu stellen, weil es eine Grundgebung ist. Wir wollen diese Grundgebung erstmal fragen, wo ist das Original? Und wie viel vergleichen mit dem Koran, was wir von Asar bekommen haben. Um das zu vergleichen. Wir müssen sehen, es gibt im Koran in einem Sender Sikh, wo ist das Arab gesehen? Wo ist das Arab gesehen? Mit einer friedlichen Absicht. Ja, wir haben auch Frieden. Haben Sie eine Krise in der ganzen Islamischen? Ich? Ja, aus Kölle. Aus Kölle. Kölle. Da, wo der Dom steht. Habe ich die Bombe gegeben? Ursprünglich? Sie meinen jetzt das Land meiner Eltern? Aus dem Land, wo diese Revolution da war. Komm, ich habe den Namen. Wissen Sie noch, wo dieses Land hieß? Ich glaube, Tunesien. Tunesien war das. Bitte machen Sie es aus. Okay. Sind Sie ein Radikaler? Ein Lüger, so die Araber sind. Ein bisschen fester. Sie dürfen keinen Mensch fotografieren. Ja, ich weiß, was ich darf. Ist ja gut. Nein, nein, nicht Paradies. Ich will kein islamisches Paradies, wo die Frauen und der Knaben da sind. Wir wollen ein christliches Paradies, wo die Seele frei ist. Ist das auf jeden verboten? Was meinen Sie, wie viele Chinesen und Japaner das sind? Sind Sie Schlesi Dauer? Ja. Wenn Sie gottesfürchtig wären, würden Sie nichts reden. Warum denn? Ich habe keine falsche Sache gesagt. Ich habe gesagt, ich will keine Sache. 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 Ich habe gesagt, ich will keine Sache.
Das Blut muss rausquillen hier. Wenn die Beweise sind, dann ist es nicht. Wenn keine Beweise ist, ist es nicht. Können wir tausende Beweise bringen? Sag mir eine. Lass mir mal ausreden. Erstens mal. Wenn die Bibel so ist, wie ihr das sagt, ohne dass ich jetzt gegen das rede, wenn das so ist, warum sagen dann die Leute, wenn du das Video von Pierre Vogel mal gesehen hast, wenn du nur das Vaterunser anschaust? Ja, was ist das Problem, Vaterunser? Vaterunser? Ja. Jesus, die Christen sagen doch, Jesus ist Gott. Ja. Nein. Lass mich ausreden. Jesus sagt doch. Wir sagen niemals Christus Gott. Wir haben Gott hat sich selber im Wort erschienen und das in dem Wort ist es Jesus Christus. Warum bittet sie dann Jesus an? Jesus ist im Wort. Natürlich, weil Gott hat sich gezeigt in Jesus Christus. Das Wort der Fleisch. Ja, nee. Das Wort der Fleisch und Gott zwischen uns. Und wieso? Damit wir dieser Verständnis von menschlich und Gott. Ja gut, aber warum sagt denn immer Jesus betet nicht mich an, schau betet mal, Gott an? Jesus sagt doch, die Leute fragen doch Jesus. Nein. Du musst die bis zum Ende lesen. Hallo? Wenn er allwissend wäre. Guck mal, ich gebe dir einen Beweis. Das mit Markus. Das ist richtig. Dieses Beispiel haben wir gelesen. Ja, dann widerlegt den doch. Erklär uns. Und ich stehe da drauf. Er hat aber nicht den gesamten Text gelesen. Ja, dann erklär uns den Text. Bis zum Ende lesen. Und dann sehen Sie. Was gibt es da denn noch falsch zu verstehen? Da kommt ein Jünger, fragt ihn, wann wird der jüngste Tag sein? Wann wird die Welt untergehen? Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Was kann man da falsch verstehen? Das ist ein Beweis. Nein, ja, das lass mich beantworten. Okay, oder nicht? Pass auf, er wandt Gewalt an. Oh mein Gott. Das ist eine Zeichnung, dass er selber Gott ist. Wenn er sagen, warum nennt du mich den Vater? Es gibt nur einen Vater. Ich bin im Vater und Vater in mir. Dass gerade dieser Satz, was Sie gesagt haben, einer Beweise, dass Jesus, dass Gott im Wort erschienen ist. Mein und das ist das genau so das Gleiche. Das Gegenteil. Das Gegenteil. Er sagt auch Vater unser im Himmel. Was Sie überhaupt ich Vater, du Vater, er Vater. Ja genau, damit die Leute sagen, du bist auch im Himmel ist. Damit die Leute bezeugen. Ja genau. Also war der gleichzeitig im Himmel und natürlich. Auf der Erde? Natürlich. Überall. Und Gott muss auch auf die Erde. Und Gott muss auch überall. Seit wann betet sich Gott denn selber an? Deswegen ist einer Beweise, dass Jesus Gott ist. Das ist in Gott nicht. Jesus ging drei Schritte und fiel nieder zu Angesicht. Wenn Jesus Gott ist, wie kann der Teufel zu ihm kommen? Lass mich jetzt mal ausreden. Das ist ein anderer Stelle. Warum nennt mich Vater? Es gibt nur den Vater. Damit die Leute sagen, du bist der Vater. Okay. Und das ist ein Gegenteil, wie Sie behaupten, dass Jesus das Wort in Gott erschienen ist. Okay. Sie sagen... Nein, die Frage ist Islam. Du hast jetzt eine christliche Frage. Frage Sie eine islamische Frage. Und Maria Malati Hassanat Fargeha Fanafakna Fi. Yani Fargeha. Fargeha Yani. Du kannst Arabisch, wie kannst du Arabisch im Koran verstehen, wenn du kein Arabisch bist? Und Maria Malati Hassanat Fargeha Fanafakna Fi. Mruhina. Wo hat dieser Allah in Scheider von Maria gebüstet? Was? Maria Malati Hassanat Fargeha Fanafakna Fi. Gebüstet hat dieser Allah. Hör mal, mein Freund. Guck mal, es gibt genug Moscheen, wir treffen uns zusammen. Du kannst nicht Arabisch, wie kannst du dann Koran, ich sage, ich lese Sura, dann kannst du holen, dann holst du das. Okay, wenn die Bibel so richtig ist, dann ist doch von Martin Luther die geschriebene Bibel auch nicht richtig. Was bedeutet Samad? Sie haben das. Mein Freund, guck mal. Was heißt Samad? Was bedeutet das Wort Samad? Ey, ich werfe jetzt meinen Timeout rein. Guck mal, wenn du doch richtiges Wissen hast, geh doch nicht zu dem Nächsten. Guck mal, hallo, jetzt stopp, du musst jetzt erstmal auch mal zuhören, du musst auch mal zuhören, hallo. Wer sagt das, Allah? Nein, wir sagen das, du hast ja den Koran geschrieben, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Malik. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah sagt, iyaka na'budu. Du glaubst, der Koran Allah geschrieben hat. Er hört mir nicht zu. Wer hat das? Jesus Gott hat das. Gabriel hat das übergebracht. Ja, aber hat Kul ja Muhammad. So. Ach, das ist mir zu langweilig hier doch. Tschüss.